meine Lieben, ich habe euch in meinem Ask Me Anything Beitrag aufgefordert, mir Fragen zu stellen. Dem seid ihr fleißig nachgegangen und ich beantworte euch jetzt die ersten 5 Fragen. Also, was würdest du dir für das neue Jahr wünschen? Das ist eine recht schwierige Frage, weil ich bin generell nicht so der Vorsätze-Mensch. Also ich mache keine Vorsätze im neuen Jahr. Und ja, also ich wünsche mir, dass es einfach positiv weitergeht, dass ich mit meinem Blog noch mehr Erfolg habe, meine Familie und Freunde gesund bleiben. Solche Wünsche habe ich, aber sonst fällt mir nichts Spezielles ein. Gut, die nächste Frage ist, wie groß ich bin. Ich muss ehrlich sagen, dass ich dazu immer ein bisschen flunkere. Ich sage immer, dass ich 1,65 groß bin. In Wahrheit bin ich nur 1,63. Aber ja, nicht verraten. Sagen wir nicht. Okay, eine andere Frage war, wann ziehst du von zu Hause aus? Ja, ich bin im März wieder zu Hause eingezogen, nachdem ich von Amsterdam zurückgekommen bin und habe nicht vor, in den nächsten Monaten auszuziehen, sondern vielleicht Ende nächsten Jahres, da ich mir eine Eigentumswohnung kaufen wollen würde. Ja, und ein gut Ding will Weile haben, wie man so schön sagt. Ja, die letzte Frage für heute ist, mit welchem Einkommen kannst du durchschnittlich bzw. mindestens rechnen und wie hast du vor, das als Bloggerin zu steigern? Ich muss ehrlich sagen, dass ich nicht gerne jetzt hier diese Frage beantworten würde, weil ich finde, das geht niemandem von euch was an. Über Geld spricht man nicht und so sehe ich das auch so. Also, danke für die Fragen. Ihr könnt mir ruhig noch mehr schreiben. Ciao!